Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo. Was druckst du da rum? Komm her. Wer bist du? Was hast du hier zu suchen? Ich bin... Ich hab dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Fass dich bitte kurz, okay? Ich will schlafen. Ich bin Sedgwick. Und du? Ha! Wenn du etwas verkaufen willst, dann hast du dich schlecht vorbereitet. Ich bin natürlich Ruben. Mir gehört diese Insel. Ich will aber doch gar nichts verkaufen. Das trifft sich ja hervorragend. Wir brauchen nämlich auch nichts. Du kannst also genauso gut wieder dorthin verschwinden, wo du hergekommen bist. Wo finde ich Kalida? Warum willst du das wissen? Hör mal, Kalida gehört mir. Lass deine Finger von ihr. Kapiert? Verstehe ich das richtig? Du hältst Kalida gefangen? Wo? Da oben? Was da oben ist, hat dich nichts anzugehen. Und überhaupt, was willst du eigentlich von Kalida? Sie soll mir helfen, nach Corona zu kommen. Bitte, was soll sie? Das vergisst du besser gleich wieder. Kalida soll nicht geweckt werden. Und wehe dir, ich finde heraus, dass du es trotzdem versuchst. Dann lasse ich dich umgehend vom Bando an die Yakis verfüttern. Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Ich sagte, vergiss es. Wenn du nach Corona willst, dann wirst du wohl schwimmen müssen. Ich werde auf jeden Fall zu verhindern wissen, dass du Kalidas Ruhe störst. Du siehst müde aus. Schlafen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ein Privileg für Leute, die alles erreicht haben. Leider muss ich hier am Tisch schlafen, weil mein Bett so seltsam quietscht. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Was mich in diesem Augenblick von meiner wohlverdienten Ruhe abhält, ist nicht das quietschende Bett. Es sind auch nicht die Yakis, die Maschinen in der Fabrik oder mein polteriger Untergebener. Nein. Es ist ein nerviges Kind im Clownskostüm, das ungefragt in meinem Büro platzt und ununterbrochen redet und redet. Meine Güte, bei dem ganzen Gesülze platzt einem ja der Kopf. Wie kannst du nur so untätig sein? Die Welt ist in Gefahr. Oh Gott, nicht schon wieder so ein Weltverbesserer. Warum steht die Welt denn wohl am Abgrund? Och, nur, weil ständig irgendwer irgendetwas verändern will. Wenn alles bleibt, wie es ist, dann passiert auch nichts. Und wenn nichts passiert, dann passiert auch nichts Schlimmes. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Passt auf einen einzigen Bogen Papier. Ich muss nach Corona. Wie komme ich von dieser Insel fort? Gar nicht. Wir haben keine Verbindung mehr zum Festland. Wir sind vollkommen autark. Dann stecke ich hier fest? Tja, ich hoffe, du kannst noch irgendetwas anderes außer dumm aussehen. Für einen Clown haben wir hier nämlich keine Verwendung. Und gelacht habe ich bislang auch noch nicht sonderlich. Naja, wir finden schon eine Möglichkeit, wie du dich nützlich machen kannst. Morgen! Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe ein Unglück zu verhindern. Wenn du wirklich ein Unglück verhindern willst, dann hältst du jetzt den Rand und lässt mich endlich schlafen. Kapiert? Was sind das für Gebäude da draußen? Eine Art Fabrik? Darauf kannst du deine Bommeln verwetten. Die Perlenfabrik steht hier seit vielen, vielen Jahren. Unter meiner Leitung wurden hier abertausende Perlen gepresst, um genau zu sein. Es sind auf die Perle genau 10.000 Stück, keine mehr. Und was viel wichtiger ist, keine einzige weniger. Eine perfekter als die andere. Wenn du so vernarrt bist in deine Perlen, warum steht die Fabrik dann still? Hast du nicht zugehört? Ich brauche keine weiteren Perlen. Ich habe alle 10.000. Warum lässt du nicht noch mehr Perlen machen? Was soll denn die Frage jetzt? Bist du wirklich so dumm oder gehört das zu deiner Clownsnummer? Wozu in aller Welt sollte irgendwer mehr als 10.000 Perlen benötigen? Mehr als 10.000 Perlen? Da hört sich einer den Spinner an. Kann ich mich mal oben umsehen? Was willst du? Bist du noch bei Trost? Halt deine Nase aus meinen Privaträumen raus, du Clown! Ich bin ein umgänglicher Mann. Aber wenn du dich über mein Eigentum hermachst, dann lass ich dich von der höchsten Klippe schmeißen. Und das ist mein voller Ernst. Am Ufer bin ich einem Mönch begegnet. Mulachai? Ach, ignorier diesen Spinner einfach. Ich glaube, er hält sich für erleuchtet oder so. Ein Dreck ist der. Schleicht überall rum und zündet Kerzen an. Als müsste er der ganzen Welt zeigen, was er für einen Schatten hat. Egal. Ich lasse ihn auf dem hinteren Teil der Insel wohnen. Soll er doch. Da stört er niemanden. Und wenigstens hält er die Yakis fern.
haben. Was sind Yakis? Nervige Viecher. Diese fliegenden Nager haben mich schon ein ums andere Mal den Schlaf gekostet. Du würdest dich bestimmt gut mit ihnen verstehen. Ja, die sehen immerhin auch nicht alberner aus als du. Gott sei Dank trauen sie sich nur selten auf diesen Teil der Insel. Sie scheuen das Licht. Was man von dir leider nicht behaupten kann. Hinterer Teil der Insel? Ja. Wir gehen da nicht mehr hin. Und die Tür ist außer Betrieb, seitdem die Fabrik stillsteht. Du kannst ja gerne einen Weg dahin suchen. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser scheint mir die Idee. Du würdest sehr gut auf die andere Seite der Insel passen. Zu Mulachai, zu den Yakis und allen anderen Dingen, die wir auf dieser Seite der Insel nicht mehr haben wollen. Ein niedliches Haustier hast du da. Wie heißt es? Nicht zufällig Kalida? Nein. Er heißt Kerrick. Ein schöner Name. Kerrick und Spot würden sich bestimmt gut verstehen. Kann er irgendwelche Kunststücke? Spot kann sich in die unterschiedlichsten Formen verwandeln. Kerrick kann Geschöpfe in den unterschiedlichsten Formen totbeißen. Oh, dann lassen wir sie vielleicht nicht zusammenspielen. Kerrick ist auch nicht zum Spielen da. Er passt auf, dass sich hier kein Gesindel rumtreibt, solange ich schlafe. Nicht auszudenken, wenn sich irgendwer an meinen Perlen zu schaffen machte. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Ich habe mal gehört, dass sich die Welt vom Schreibtisch aus nicht retten lässt. Aber wenigstens kann man sie von da aus auch nicht ins ewige Verderben stürzen. Ein grimmiger Zeitgenosse. Die Gelehrten nennen unsere Welt Seelands. Ich nenne sie Hort der Sinnlosigkeit. Man sagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber diese hier bellt ja auch gar nicht. Dieser Stuhl steht hier offenbar nur zur Zierde. Das und um Besucher zu verspotten, die gezwungen sind zu stehen. Mal gucken, wie spät es ist. Ah, wie ich's mir dachte. Es ist wahrscheinlich schon zu spät. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Ben. Das sieht auch nicht furchtbarer aus als mein Leben. Da hat offenbar jemand Bilder von der ganzen Insel gemalt. Die Unterschrift ist kaum zu erkennen, aber ich glaube, es heißt Marquis de Hull. Hey, wo willst du hin, Freundchen? Oh, ich dachte, ich sehe mich mal oben um. Das vergisst du lieber gleich wieder. Niemand schnüffelt in meine Privatgemächern herum. Verstanden? Lieber nicht. Ruben hätte bestimmt ein Problem damit, dass ich sein Fenster als Hintereingang missbrauche. Nur so eine Vermutung. Auf. Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und... Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Was sind das für Vögel? Oh, ich mag die Yakis. Sie singen so schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen. Aber Ruben hat es mir verboten. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Mulachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Bis später. Ja,
Bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Ruhe da unten! Das brennt nicht. Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein, aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande. Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Oh je, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Huh, das. Boah, ich. Spot, hast du das gesehen? Ich, das, das. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufweckst! Yam yam, was haben wir denn da? Lecker Käse. Ha, hab ich dich. Er passt. Hey, ein Stuhl. Bei uns im Wohnwagen haben wir keine Stühle. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ein Dirigentenstab für das Nebelhorn? Bando scheint die Sache offenbar sehr genau.
Oh ja, sitzen. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Erst musst du Kalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Ich bevorzuge eigentlich Streichinstrumente. Nicht, dass ich darauf spielen könnte. Um ehrlich zu sein, verspiele ich mich selbst, wenn ich beim Zirkus den Pausengong schlagen muss. Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Da gehe ich jetzt lieber. Es sieht so aus.